still Berlin.
Das Bauhaus. Bauhaus. Für einen Franzosen klingt das Wort ein wenig streng und kalt. Dahinter verbirgt sich jedoch eine künstlerische Revolution, ohne die das Design und die Architektur des 20. Jahrhunderts heute völlig anders aussehen würden. Berühmte Künstler wie Wassily Kandinsky und Paul Klee lehrten als Professoren am Bauhaus.